So, Freunde, weiter geht's. Ja, wir haben ja das letzte Mal gefahren, warum wir Alkoholiker sind und weswegen wir bloß nur ein Auge haben. Dann können wir uns jetzt mal weiter Die Lage umgucken. ist unverändert. Okay. Solange die Armeen von Oder auch Isildur nicht. und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung vom Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Okay, was können wir jetzt antworten? Ich bin der Beste. Ich habe selbst noch nicht den blassesten Schimmer. Natürlich ich bin sind wir der die Beste. Besten. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Okay. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Niemand soll mich hinter Inquisition Niemand soll mich Verbindung mit der bringen? Inquisition okay. in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt deinen Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Das sind ja rosige Aussichten. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Alles klar. Okay, wir haben ein paar neue Quests. Und so wie ich das mitbekommen habe, sollen wir jetzt auf das Schiff. Was ist hier mit der Truhe? Verschlossen. Okay. Können wir mal gucken, was hier oben ist. Hier war noch eine Treppe. Noch eine Kiste, auch verschlossen. Noch der hier. Was machst du? Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Mhm. Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Boah, wie scheiße. Aber ich bin auf geheimer Mission. Über die du offiziell gar nicht reden darfst. Aber mit dem Gehorchen hast du es ja nicht so. Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht.
Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Sehr schön. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Genau wie bei dir. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Na gut, das wird man sehen. Gut, schön, wir haben wieder Gold eingesackt. Aber sollte ich nicht auch noch andere Klamotten anziehen? Was ist hier los? Hey, da geht's auch noch rein. Geschlossen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, toll. Ich hoffe, das kann man noch ändern. Gut, dann gibt's hier nichts weiter. Dann können wir mal schauen, was Patty macht. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Abgemacht. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Mach das, Süße. Schlafen wollen wir nicht. Die Kiste hatten wir leer geräumt. Oder ist hier wieder was drin? Nee. Ja, eine bessere Waffe als dieses Gumpenschwert, was wir haben, haben wir auch noch nicht gekriegt. Oder? Das muss ich auch erstmal wieder zurechtfinden. Ausrüstung aktuell angelegt. Ist klar. Nee. Okay, das werden wir probieren. Okay. Das kann man bestimmt verkaufen später. Nee, wir haben noch nichts Großartiges. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Schiff. Na komm, du musst dich schon mal ein bisschen beeilen. Tschüss, Lagerist. Okay, was? Kameradistanz. Sag ich jetzt nicht. Aha. Was ist L1? Blocken oder was? Anscheinend. Ja, nach oben. Steh ich nicht. Egal. Wird Zeit, so, dass ihr wegkommt. Kollege. Auch ohne den Befehl des Kapitäns werden wir nie in Schatten. Was willst du? Hui. Auf nach Takariko. Ja, auf geht's, Kollege. Das erzähl mal schön dem Kapitän. Wo ist er? Auch ohne den Befehl des Kapitäns wäre mir nie in den Sinn gekommen, hier an Land zu gehen. Jo, am Ende fahren sie noch ohne uns ab. Da lasse ich mich lieber vom Kraken fressen, statt hier drauf zu warten. Ah, wahrscheinlich da oben.
Aber sollte ich hier nicht was anderes anziehen? Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Auf geht's. Auf geht's. Anker lichten! Segel setzen! Steuermann, Kurs auf Takarigua! Okay, schön. Wir machen uns auf den Weg. Dann bin ich ja mal gespannt. Also hier vorne war ja nicht viel zu holen und zu machen. War wahrscheinlich so eine Art Tutorial-Level. Da bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Das sieht doch schon viel besser aus. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennestes bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Okay. Ja, so wie es aussieht, sehen wir jetzt komplett aus wie ein Pirat. Gut, wir sind in Takarigua angekommen. Ich will auf dem Schiff nochmal kurz umgucken. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Jo, da können wir uns die Schlepperei stellen. Hey. Was ist hier? Oh, hier geht's nochmal runter. Oh no, Palava. Hier gibt's anscheinend auch nichts zu holen. Jo, da können wir uns die Schlepperei sparen. Bald geht's weiter zur Schwertküste. Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen Fliegerhaften. Ja, und dessen redest du jetzt auch so mit mir. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Bald geht's weiter zur Schwertküste. Jo, aber nicht für den da. Was für ein wunderschöner Tag. Was für ein Arsch. Ach, sie folgt uns. Okay. Gut. Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Sacarico? Ich habe gehört, dass es Piraten geben. Wenn du tatsächlich verrückt genug bist, dahin zu gehen, sprich mit Leutnant Roquefort. Er sucht jemanden, der den Piraten eine Nachricht überbringt. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Klar. Mach hier keinen Ärger. Nee. Okay. Naja, das sieht doch schon ganz nett aus hier. Grafisch, ja, gut. Naja, es ist jetzt kein Meisterwerk, ne?
Okay, dann würde ich sagen, wir werden jetzt im nächsten Video mal die Stadt erkunden. Hier mal schauen, was es hier so gibt. Charakterwerte steigern können wir. Gerissenheit, Voodoo. Würde man jetzt mal klingen, oder? Da braucht man sogar Gold, oder was? Nee. Ist das da minus 1? 1000 Ruhmpunkte muss man dafür tatsächlich hinblättern. Ich mach das jetzt einfach mal. Okay. Gut, ja, wie gesagt, ich mache hier einen Cut. Wir machen im nächsten Video weiter, schauen uns hier ein bisschen um, mal gucken, was es hier so zu holen gibt. Und werden dann noch die Insel bekunden wahrscheinlich. Und ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.